Du bist eine Lehrperson, so wie ich. Du denkst du, was kann ich denn jetzt noch machen? Vielleicht einfach was Neues ausprobieren. Ha! Ich habe noch nie eine Videokonferenz gemacht. Das war eine Möglichkeit. Da wäre mal die Frage nach der Hardware. Man weiß ja nicht, was die anderen da draußen für Computer haben. Und wenn das etwas ältere Geräte sind, dann kann es durchaus passieren, dass die gar keine Webcam haben oder gar kein Mikrofon oder überhaupt gar nicht die Leistungsfähigkeit, sowas zu übertragen. Und wie schaut es überhaupt erst mit der Internetverbindung aus? Also wenn man da keine gute hat, dann schaut man auch schnell einmal durch die Röhre. Es ist ja gar nicht klar, womit die Leute da draußen eigentlich dann ins Internet einsteigen, also mit welchem Browser. Und das ist auch wieder abhängig davon, welches Betriebssystem ich verwende. Ich kann also nicht einfach so ein Microsoft Edge für einen Raspberry installieren. Den gibt es auch noch nicht für Linux-Systeme. Manche haben wieder einen Firefox, andere haben wieder einen Chrome oder ein Chromium. Und da kann es dann schon passieren, dass der Firefox sagt, Video geht bei mir nicht. Oder dass der Chromium sagt, wenn du willst, dass das funktioniert, dann installier bitte noch zwei, drei Add-ons. Deswegen war es dann wichtig, wenn man sich einfach was sucht, das dann einfach todelsicher funktioniert. Und dann dürfen wir ja nicht vergessen, manche haben überhaupt nur ein Handy oder ein Tablet zu Hause. Also muss man jetzt Android und iOS auch noch mitrechnen. Von den Windows Phones gibt es die noch? Mag ich gar nicht reden jetzt. Wer jetzt vom Thema Mikrofon hört, der denkt wahrscheinlich an so ein Mikrofon. Oder, wie man es aus dem Fernsehen kennt, vielleicht nur mit so einem lässigen Windschutz da. Vielleicht gar noch mit einem Katzenfell oder so. Das wäre der Overkill, das braucht es nicht. Die nächste Frage ist das Mikrofon. Halbwegs moderne Laptops haben das ja dabei. Aber wenn man Pech hat, dann haben die anderen Personen so Stand-PCs und dann brauchen sie natürlich ein Headset, sonst geht das gar nicht. Ich habe da meinen Laptop und wenn ich immer da in der konstanten Position sitze, dann passt das auch. Aber manchmal passiert es halt, dass ich mich zurücklehnen möchte oder aus dem Bild gehe und trotzdem irgendwas sagen möchte. Und für den Zweck habe ich mir da so etwas zugelegt. Natürlich hat es eine Marke. Sein tut das so also Lavalier-Mikrofon, so ein kleines, man kennt das vom Fernsehen. Das haben die Leute angesteckt. Ich habe das auch angesteckt, da, das reicht schon. Und auf der anderen Seite ist da so ein TRRS-Klinkenstecker. Der ist gedacht dafür, dass ich ihn zusammen mit dem Smartphone verwende, gell? Kann ich da aufnehmen. Wenn ich das in der Mikrofonbuchse vom Laptop haben will, dann brauche ich in dem Fall sowas nur dazu. Das ist ein TRRS auf TRS Adapter. Ihr wisst ja alle, was das ist, gell? Tip, Ring, Ring, Shaft. Aber die Mikrofonbuchse vom Laptop hat nur Tip, Ring und Shaft. Wenn ihr also mit dem Stecker direkt in den Laptop reinfahre, dann geht gar nichts. Jetzt muss ich das also anstecken und mit dem dann fahre ich in den Laptop hinein. Das haut dann wunderbar hin. Ich habe dann noch diese Erweiterung. Das ist einfach eine 6 Meter Verlängerung. Und brauchen würde ich das dann, wenn ich sage, jetzt machen wir eine Videokonferenz. Ich stelle mir aber vor die Tafel und erkläre dort was und renne dort hin und her und zeige da was her. Dann ist natürlich fein, wenn ich das angesteckt habe und das Aufnahmegerät irgendwo liegt und ich einen Spielraum habe, herumzurennen. Also mit dem Mikrofon, das geht wunderbar, weil da kann ich mich wie gesagt eben zurücklehnen, Hand verschränken und man hört mich immer gleich laut. Dann sind wir also bereit und dann schauen wir uns einmal die Software an und wie man das bedient.